Schnell aktivieren Sie die Eisbrecher im Maschinenraum, Matrose. Yukol-Streichhölzer. Zugni führen durch Nahodotsk. Geister nicht mögen. Oh, Seekrank, da. Kinder bleiben in Yukol-Dorf. Wir bald wiedersehen. Warum Schiff anhalten, Frau Kate-Wolke? Warum Route ändern? Kilak nackt Umgrieg. Für eine seltsame Maschine. Schamanen in Trance nicht stören. Sturm zieht vorbei, ich glaube. Gut, dass Frau Kate Wolke und Stamm gegenseitig helfen. Schamanen in Trance nicht stören. Gut, dass Frau Kate Wolke und Stamm gegenseitig helfen. Was macht sie? Unsere Schamanin bittet die Geister um Nachsicht, Kate Walker. Sie ist überzeugt, dass unser Abweichen vom althergebrachten Weg unseres Zuges ihren Zorn heraufbeschwört. Und du? Was glaubst du? Ich? Ich bin nur froh, dass wir unseren Verfolgern entkommen sind. Ich hoffe, dass unsere Schamanin sich irrt und die Geister uns dieses Schiff geschickt haben, weil sie uns vor der giftigen Luft in Baranur schützen wollen. Wie kommen eure Strauße mit der Überquerung klar? Bis jetzt gut. Der Straußenhirte hat mich gerade informiert, dass ein paar unserer Leute sich beschwert haben. Worüber? Den Straußengeruch. Der Laderaum ist sehr schlecht belüftet. Wie fühlst du dich, Kirk? Hast du dich schon an dein neues Bein? Herr Steiner hat sehr gute Arbeit geleistet, Kate Walker. Es ist unglaublich, wieder laufen zu können. Der Kapitän sagt, wenn wir in Nahodotsk sind, können wir Baranur leicht umgehen und den nächsten Punkt des Zuges erreichen. Was denkst du? Es ist ein großer Umweg und eine tiefgreifende Änderung unserer Traditionen, Kate Walker. Aber der Instinkt der Strauße sollte uns auf ihre alte Route zurückführen. Ich lasse dich jetzt allein, Kirk. Ich muss Kapitän Obo helfen, durch die Eisschollen zu kommen. Geh, Kate Walker. Wir dürfen nicht noch mehr Zeit verlieren. Das Eisfeld verlangsamt uns sehr, Kate Walker. In Trance. Nadnuk Metall! Kristall Nadnuk Metall!
Beitra. Tog Beitra. Reise nach Olelanze, heilige Lande der Strauße. Noch sehr lange. Zug diesmal, sehr schwierig. Oh, Kapitän könnte helfen. Frau Kate Walker will ein bisschen schaufeln. Alle scheinen mit der Überfahrt gut klarzukommen. Kapitän! Warum laufen die Eisbrecher noch nicht? Es ist der Mechanismus. Er setzt immer wieder aus. Sie müssen schneller mit den Gängen sein. Wenn Sie im dritten sind, schalten Sie ganz schnell in den zweiten. Schalten Sie ganz schnell in den zweiten.
So, Auftrag ausgeführt. Gute Arbeit, Kapitän. Wie lange brauchen wir noch bis Nahodotsk? Nur ein paar Stunden, Mal. Noch ein Eisberg? Nein, das kam diesmal vom Heck. Wir setzen fest. Herr im Himmel, sehen Sie nach, was uns auffällt und machen Sie Meldung.